Hallo und willkommen auf meinem Video. Falls du noch kein Abo dagelassen hast, drück doch einfach gleich hier unten auf den roten Button, bis er grau wird, und dann verpasst du auf jeden Fall kein weiteres Video. Dieses Mal möchte ich über ein Thema sprechen, was viele Leute irgendwie trifft. Es geht nämlich um den Raumduft. Ja, um den Raumduft. Es gibt da natürlich viele, viele Mittel, die man benutzen kann, um den Raumduft zu verbessern, aber es gibt auch eine ganz natürliche Art und Weise, das zu machen. Ich schalte jetzt mal kurz um. Ich habe hier eine Orange und ein Teelicht, beziehungsweise so eine Schale für Teelichter. Und diese Schale, also die Schale der Orange, ist das, was uns für uns wichtig ist. Man kann diese jetzt zum Beispiel abschälen. Ich würde jetzt zum Beispiel einen Sparschäler benutzen, um die Schale abzuschälen. Ich habe das aber auch schon einmal vorbereitet. So sieht die Orange aus, wenn sie quasi geschält ist. Und hier ist die Schale der Orange noch relativ groß, was nichts macht. Ich nehme zunächst einmal für dieses Teelicht hier ein ganz, ganz kleines bisschen Wasser. Ich mache das hier drauf. Das entspricht jetzt ungefähr einem Teelöffel. Vielleicht kann man auch ein bisschen mehr machen. Dann ist es eher so ein Esslöffel. Ja, so kann man es machen. Und jetzt nehme ich meine Schale. Wenn man daran riecht, die riecht schon sehr gut. Die reiße ich jetzt in kleine Stücke und lege die so seitlich in das Wasser hinein. Hoppla. Oder ich lasse einfach reinklatschen. Das geht auch. Die Schale schwimmt jetzt hier schon. Ich verteile dieses einfach ringsherum, so dass sie voll wird. Und jetzt brauche ich noch. Nanu, wo ist sie hin? Weg. Recht. Ja, da sind sie. Natürlich brauche ich noch ein Teelicht. Heran. Feuer muss ich ganz schnell holen. Da bin ich auch schon wieder. Einfach anzünden und das Teelicht unten reinstellen. Ich habe ja hier so eine Öffnung, da wird es eben einfach reingeschoben. Was passiert jetzt? Dadurch, dass die Flamme die Schale erhitzt, wird natürlich auch das Wasser erhitzt und damit verdampft quasi der Geruch bzw. diese Duftpartikel, die in der Orange drin sind, und verteilen sich ganz auf natürliche Art und Weise im Raum. Riecht erstens gut, zweitens ist es unglaublich günstig, und was die Orange angeht, die geschält wurde, die können wir natürlich essen. Guten Appetit, vielen Dank fürs Zusehen. Dann!